Es ist fertig. Und bevor ich es jetzt zerstöre, ja, ich bringe das übers Herz, werde ich es euch einmal noch zeigen. Also, es ist wirklich absolut schön. Das hier vorne war natürlich eine kleine Herausforderung, aber was wären Puzzle ohne Herausforderung? Natürlich im Mittelpunkt Pocahontas und hier, ich weiß gar nicht mehr, Miko, hieß der Miko, der kleine Waschbär. Und da ist auch ein Mops versteckt. Da seht ihr ihn. Ja, ich bin fertig. Jetzt mache ich es kaputt und dann geht es zum nächsten. Tja, und da seht ihr, wie ein Puzzle bei mir erstmal vorläufig so endet. Und da seht ihr es nochmal, vielleicht sogar jetzt schöner als eben. Und damit ist der Fall gegessen und es bleibt jetzt erstmal liegen, bis wir wieder Lust darauf haben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Das Puzzle ist fertig geworden, wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt. Und ja, wir mussten halt erst andere Videos hochladen, wie den TBR und die Monatsübersicht und diese ganzen Sachen. Die sind eben am Ende des Monats, Anfang des Monats sehr wichtig. Und von daher, aber er hatte mich ja trotzdem da und Sina natürlich auch. Und von daher wart ihr ja nicht alleine in der Internetwelt. Gut, ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen runterläuft. Und dann fangen wir erst einmal an mit dem rechtlichen Klawimsel. Also, hier steht irgendwo da, Werbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt Bücher und andere Sachen zeigen werde. Und das könnte eure Kaufentscheidung natürlich beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle möglichen Links. Ein paar von denen führen zu Amazon. Dort sind wir im Partnerprogramm. Das heißt, wenn ihr etwas über die Links einkauft, bekommen wir Prozente. Ihr merkt davon nichts weiter, aber wir bekommen halt etwas Geld für den Kanal und ihr unterstützt uns dadurch. Vielen Dank dafür. Rezensionsexemplare sind auch dabei. Ich werde euch das aber auch immer dazu sagen, falls ich es nicht im Eifer des Gefechts vergessen sollte. Rezensionsexemplare können wir anfordern bei den Verlagen. Manchmal kriegen wir sie auch so zugestellt. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Wir müssen nichts dafür bezahlen und wir bekommen, ja, nicht bekommen, noch mehr bekommt man nicht, aber wir dürfen sie halt behalten. So, jetzt habe ich es. Ich hasse diesen Disclaimer, aber es geht ja nun mal nicht anders. Ja, ein paar Tage sind jetzt ins Land gerauscht. Ich habe mich jetzt entschieden, ab dem 1.12. ja, anzufangen wieder. Und wir fangen gleich an mit der Goodreads Zeitreise und ich freue mich sehr, dass der eine oder andere jetzt auch auf Goodreads Lust bekommen hat und wir freuen uns da immer, wenn wir eine Freundschaftsanfrage von euch bekommen. So, der 1.12.2014, da wurde von mir ausgebucht Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Ja, und hier geht es um Geschwister. Der eine bekommt einen Adventskalender mit Schokolade und der andere oder die, ich weiß jetzt nicht, wer was bekommen hat, bekommt nur so einen alten, langweiligen aus Papier. Ihr kennt die ja vielleicht auch noch. Gibt es die überhaupt noch? Manchmal haben die Zeitungen die ja noch dazu gelegt. Auf alle Fälle ist diejenige oder derjenige mit dem Papierkalender natürlich überhaupt nicht glücklich. Der andere hat leckere Schokolade und sie nur ein doofes Bildchen oder er. Julia. Julia, also Julia ist dann neidisch. Und das ändert sich aber schlagartig, nachdem sie das erste Türchen geöffnet hat. Und dahinter liegt nochmal eine ganz andere Welt. Ja, und das ist ein spannendes, süßes Adventsabenteuer. Mir hat das sehr gut gefallen und ich empfehle es auch meinen Freunden ständig wieder. Seht ihr, ich bin richtig aus der Übung gekommen. So, komm gleich wieder. Ich laufe mich warm. Jetzt kam eben noch der Postbote dazwischen, aber das kann ich euch jetzt wenigstens gleich auch noch zeigen, was da gerade Schönes gekommen ist. Und von daher bin ich ein bisschen außer Routine. Gut, so, 2014, auch am gleichen Tag, habe ich gelesen, Ella, ich glaube, es heißt Verflixt und Verzaubert. Sina hat euch das ja schon eingespielt. Wir finden es gerade nicht. Es ist irgendwo, wenn irgendwas richtig tückisch ist, wenn man uns im Buch verschütt ist. Das wird dann eine ordentliche Suchaufgabe, die wir gerade nicht gelöst haben. Ja, bei Ella geht es halt darum, dass sie, ja, es ist im Grunde genommen die
Cinderella-Geschichte nochmal neu erzählt, modern erzählt. Und mir hat die unheimlich gut gefallen. Das war auch mal ein Geschenk von, ich weiß nicht mehr, wer es von euch, oh Gott, dieser Satz, von wem ich es damals zugeschickt bekommen habe. So ist es richtig. Mann, eingerostet. Ja, ich fand Ella auch unheimlich toll als Verfilmung. Ihr müsst mal gucken, es ist eine zauberhafte Märchenverfilmung mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und da sind tolle Ideen umgesetzt worden. So Rolltreppen, die halt per Kurbel betätigt werden. Und natürlich gibt es auch einen schicken Prinzen. Und wenn ihr damals die Brautprinzessin gesehen habt, dann wisst ihr ja, dieser schöne, Mensch, wie hieß er denn nochmal? Ja, jedenfalls der Geheimnisvolle, der Butterblume so sehr liebt. Der spielt auch mit, aber diesmal ist er der Böse. Also das ist richtig, richtig toll. Heidi Klum taucht da auch kurz auf als Riesin. Und vor allen Dingen Anne Hathaway hat mich total beeindruckt, weil die eine fantastische Stimme hat. Und das ist schon alleine, deswegen lohnt es sich. So, dann haben wir am 1.12.2019 Lucinda, geheimnisvolle Liebe. Ich kann euch jetzt wirklich beim besten Willen nicht mehr genau sagen, worum es da ging. Ich glaube irgendwie, um dass sie irgendjemanden heiraten sollte, den sie nicht heiraten wollte. Und dann wird sie überfallen von so einem Gentleman-Dieb. Und sie hofft so sehr, dass der nochmal auftaucht und sie vielleicht sogar entführt, damit sie den nicht heiraten muss. Wir wissen, wie solche Geschichten dann manchmal enden. Ich glaube, das war da auch so der Fall. Ne? So mit falschen Identitäten und so weiter. Mir hat das jedenfalls gut gefallen. Das weiß ich noch, dass ich es gerne gelesen habe. So, also auch am 1.12., aber 2020 habe ich von Sofia Farago gelesen, Schneegestöber. Sie wurde ja immer oder wird gerne mit Georgette Heyer halt auch ja, nicht wirklich. Ja, verbunden. Ich stehe heute echt auf dem Schlauch. Schlauch, Schlauch, Schlauch. Okay, egal. Also auf alle Fälle vergleicht man die beiden so, das ist das Wort. Gerne. Und ich finde, solche Vergleiche hinken sowieso immer. Und Georgette Heyer war halt eine Frau, die wirklich genau wusste, was hat eine Kerze gekostet zu der Zeit und die sich da wirklich richtig reingefuchst hat. Ich weiß nicht, wie weit Sofia Ferrago das gemacht hatte. Das ist eben auch eine sehr süße Geschichte mit Verwechslungen und falschen Identitäten. Also ich kann da nicht meckern. Ich lese Georgette Heyer eben noch lieber, weil die halt einen ganz besonderen Humor auch hat. Die Heldinnen finde ich einfach noch reizvoller, die da sind. Aber Georgette Heyer, das ist eben ein bisschen schwierig. Man muss sich da wirklich ein bisschen Zeit für geben, weil, naja, ihr wisst es, die Briten haben so eine Vorliebe dafür. Mit Titeln und Namen und so weiter ist ein bisschen schwierig zu machen. So, dann haben wir am 3.12.2014 die Abenteuer des starken Vanya. Und das, also nicht dieses Buch, ich hatte das erste Buch, das ich von diesem Buch hatte, so ich von dieser Geschichte hatte, hatte ich von meiner Schwester Monika mal geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, dass ich die Geschichte sehr, sehr mag. Es geht halt um Vanya und Vanya hat Brüder. Sie leben auf so einem Bauernhof, ich glaube irgendwo in Russland. Und irgendwann kommt ein älterer Mann oder ja, ich glaube, ein älterer Mann ist das oder eine ältere Frau, ist es schon wieder ein bisschen länger her. Auf alle Fälle hat dieser jemand halt eine Prophezeiung für ihn. Und er muss sich jetzt 7 Jahre lang auf die Ofenbank legen. Er hat 7 Säcke mit, ich weiß nicht, was er da, irgend so ein Getreide, was er isst. Und jedes Jahr macht er halt eine Probe, dass er das Dach anhebt, ob er jetzt stark genug ist und er darf mit niemandem sprechen. Das ist schon ziemlich gemein, weil die Brüder sind sauer, der liegt da nur auf der Ofenbank rum, sie müssen die ganze Arbeit machen. Aber wenn er das durchhält, dann winkt ihm eventuell sogar die Zarenkrone bzw. die Hand der Tochter des Zaren. So hat man es ihm prophezeit. Ja. Mochte ich total gerne. Da gibt es auch die Baba Yaga. Ihr wisst ja, das ist diese russische Hexe, die in einem Hühnerhaus wohnt, das laufen kann oder jedenfalls sowas in der Richtung. Also ganz verrückt. Was heißt ganz verrückt? Sehr verhext, würde ich mal sagen.
So, und dann kommen wir, ja, das hatten wir, gestern Abend haben wir seit langer Zeit mal wieder eine Runde Skippo gespielt. Wenn ihr Skippo noch nicht kennt, das eignet sich super auch für Kinder, die noch nicht ganz so alt sind. Also es ist ein schönes Kartenspiel, kann man spielen. Ja, also die Anforderungen sind halt nicht so hoch. Darum eignet es sich auch wunderbar, dass man sich nebenbei unterhält oder dass man ein Hörbuch hört oder so. Wir spielen das total gerne. Also Skippo wäre von uns dann auch nochmal eine Empfehlung, abends zum Spiel zu greifen. Ja, und dann kommen wir zum Spielzeug des Tages. Das ist Batman. Ja, ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Den hat Sina letztes Jahr, oder die Laterne hat Sina letztes Jahr gestaltet. Sie hat Batman genommen. Sie hat den Weihnachtsbaum selber gemacht. Sie hat das richtig, richtig toll gemacht. Ich bin da ganz, ganz stolz auf sie. Und wir haben es das ganze Jahr, hatten wir die Laterne hier auch tatsächlich stehen, weil ich es einfach so schön finde. Und ich habe gesagt, nein, 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 die geht nicht runter in den Keller. Die möchte ich hier oben stehen behalten. Ja, ich finde, das hat sie großartig gemacht. So, dann zeige ich euch... Genau, dann kann man eine Schrift nicht lesen. Die Post war nämlich da. So, und ich habe bekommen von Lisa Graf Dahlmeier Der Traum vom schönen Leben. Und da bedanke ich mich schon mal beim Penguin Verlag. Ich habe es dieses Jahr mit Pinguin. Also beim Penguin Verlag. Und das geht halt um den Feinkostladen Dahlmeier. Ihr kennt bestimmt die Werbung aus dem Fernsehen. Ich fand die immer sehr schön mit dieser Kaffeerösterei, Dahlmeier Prodomo. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und das ist gerade im Moment das, woran ich klebe. Ich muss sagen, nachdem ich Wallace und Edward gelesen habe, war ich wieder ganz neugierig auf die anderen Bücher, die es diesbezüglich gibt. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer damit zwischen Fiktion und was wirklich geschehen ist, das zu unterscheiden. Aber letztendlich, ich finde es jetzt momentan richtig gut, weil ich sehr viel googeln kann. Ich kann mir alles genau angucken, die Schauplätze, wer mit wem und wer war diese Person. Ich entdecke total schöne Häuser und Kunstwerke und das genieße ich gerade im Moment total. Ich habe danach ja noch gelesen Madame Exupéry. Und jetzt bin ich bei Frau von Goethe. Ja, und Frau von Goethe gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, ich habe nur noch 20 Seiten, dann bin ich damit durch. Und leider lese ich das hier auf meinem alten Tolino. Und ich lese ja nicht so gerne auf dem E-Reader. Ich weiß nicht, vielleicht ist der auch schon ein bisschen veraltet, keine Ahnung. Es macht mir jedenfalls nicht so viel Freude, aber... Das einzige Problem, was ich gerade im Moment habe, ist, dass ich mir zwei Sachen markieren kann, aber ich kann die jetzt nicht einfach mal so gerade aufblättern. Das stört mich ein bisschen. Egal. Ich habe das jetzt hier, dieses Genre jetzt halt wieder für mich entdeckt und Christiane Vulpius, die Frau von Goethe, hat mich sowieso schon immer interessiert. Es war eine sehr starke Frau. Ich bewundere wirklich mit... wie viel Tapferkeit sie an der Seite von Goethe gelebt hat. Erstens war er ja auch nicht unbedingt sehr einfach. Zweitens lebte sie ohne Netz und doppelten Boden im Grunde genommen. Es war sogar damals so, dass Frauen, die außerehelichen Sex hatten, an den Pranger gestellt werden konnten. Man hat ihnen den Kopf geschoren und sie mussten dann auch noch öffentliche Bekenntnisse abgeben. Das war natürlich für... Christiane Vulpius die Gefahr, wenn der gute Goethe gesagt hätte, und tschüss, es waren ganz viele Frauen hinter ihm her und er holt sich gerade die kleine Vulpius, wo doch eine Charlotte von Stein ihn so schön am Gängelbändchen hatte. Es ist eine großartige Liebesgeschichte und es macht mir unglaublich viel Spaß, das gerade zu lesen. Es gibt natürlich auch sehr viele bittere Momente. Man hat sie vor ihr ausgespuckt, sie wurde geschnitten, vor allen Dingen von der guten Frau von Schiller. Und ja, es war sehr, sehr schwierig für sie, aber sie hat sich halt nie unterkriegen lassen und das bewundere ich gerade an ihr. Sie wurde ja noch nicht einmal neben Goethe beerdigt. Ich glaube, Goethe hätte sich auch im Tod nicht gern von ihr getrennt. Eigentlich eine Gemeinheit, dafür ist er zu Schiller gewandert. Ja, so spielt das Leben bzw. die Lebenden dann mit denen, die vorher gegangen sind. Aber es ist wirklich auch sehr interessant, was man so erfährt über Goethe selber, über die Zeit, über
ja, das Problem auch mit der Kindessterblichkeit. Sie hatte einen Sohn, der wirklich überlebt hat, August. Und die anderen Kinder sind entweder waren Fehlgeburten oder sie sind kurz nach der Geburt gestorben. Man wirklichen Grund wusste niemand. Und sie musste diese Schicksalsschläge immer tapfer wegstecken, weil der Herr Geheimrat nicht gerne mit Krankheit und Leid und Elend halt in Verbindung gebracht wurde oder sich damit beschäftigt hat. Was ich allerdings sehr an ihm schätze, er hat wirklich immer für alle gut gesorgt. Das tut auch nicht jeder. Und ja, eine faszinierende Frau und ein sehr interessantes Leben, finde ich. Sie war mutig, sie war entschlossen, sie konnte schießen, sie hatte zwei Pistolen, wenn sie auf Reisen ging, womit sie sich auch durchaus verteidigen konnte. Ja, und von daher, ich finde, von ihr wird viel zu wenig geredet. Ich mag sie sehr gerne. Also sie war sehr unkompliziert, sie war sehr nett, sie war sehr fleißig und musste viel ertragen, weil sie ihren Goethe halt so geliebt hat und der Herr Goethe nicht besonders begeistert von Gott war und von der Kirche und nicht heiraten wollte und sondern in wilder Ehe mit ihr zusammengelebt hat. Was er ihr damit im Grunde genommen angetan hat, sich selber vielleicht auch manchmal einen Stolperstein gestellt hat, ich weiß nicht, ob es das wert war. Letztendlich hat er sie dann ja doch irgendwann geheiratet. So, ich lese noch die genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade. Habe ich jedenfalls mit angefangen. Ihr seht meine wunderschönen Lesezeichen. Papa, habe ich so schöne. Ich bin auf Seite 18. Ich bin nicht weit gekommen, weil Christiane Vulpius gerufen hat: Ilona, komm mal schnell nach Weimar. Hier ist gerade wieder was ganz Interessantes los. Der Herr Geheimrat hat sich gerade wieder irgendwie auf Reisen begeben oder irgendwas anderes ist passiert. Ja, und dann wisst ihr jetzt erst einmal, was gerade bei mir so los ist. Ich findet ihr diese Kerze nicht auch völlig faszinierend? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist eine LED-Kerze, aber eine richtige Kerze, also die brennt auch wirklich ab. Und irgend unten drin, ich weiß nicht genau wie, Sina sagte, sind irgendwelche kleinen Röhrchen oder so, ist halt das LED. Und ich finde das richtig schön. Mir gefällt das. Das ist mal was ganz anderes. Haben wir durch Zufall entdeckt, mussten wir natürlich ausprobieren. Und ja, gefällt mir, dass die Farbe sich ändert. Gut, so, ich freue mich erstmal auf Dallmayr. Das gucke ich mir gleich erstmal genauer an. Und dann werde ich wieder nach Weimar zurückkehren. Ihr bekommt demnächst, also denke ich mal, mehr von diesen Sachen. Ja, ich habe mir ganz viele angefordert und habe sie auch tatsächlich bekommen. Das ist ja nie so sicher, ne? Das heißt ja nicht, dass ich sage, klopf, 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 ich möchte gerne ein Rezensionsexemplar und ich bekomme das ganz bestimmt. Das ist nicht gesagt, aber ich habe sie alle bekommen und von daher muss ich jetzt ganz viel lesen. Und das heißt, ich verlasse euch jetzt nur für kurze Zeit. Ihr bekommt gleich ein paar schöne Impressionen und dann bin ich sofort wieder für euch da. Und dann für mich geht es jetzt erstmal nach Weimar und ihr seht mich sofort wieder. Bis gleich. Und ganz wie durch Magie bin ich auch schon wieder da. Ja, Feenmagie, die wirkt Wunder. Da vergehen 3 Tage wie im Flug. Ja, es ist leider so. Sina ging es die letzten Tage nicht so gut seit Freitag. Und darum bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen. Heute geht es wieder so ein bisschen. Und dann muss ich mich jetzt auch ein wenig sputen, damit ihr zum Nikolausabend noch ein Video bekommt. So, dann fangen wir auch gleich sofort an mit der Zeitreise. Und zwar am 4.11.2017, ich will immer noch 19 sagen, aber das passt ja wirklich nicht. Also 2017 habe ich gelesen Trix Solia von Sergej Lukianenko. Ja, ich
Ich und Namen. Trixolia, Zauberlehrling, voller Fehl und Adel. Und ich muss sagen, dass ich dieses Buch absolut toll fand. Ich habe mir dann auch gleich den zweiten Teil geholt, habe den auch gelesen und es hat mich nicht enttäuscht. Trix ist halt der Sohn des Königs und der Königin. Der wird aber ja abgesetzt und es ist so intelligent gemacht. Es ist wirklich, da sind tolle Ideen drin. Und er macht sich halt auf den Weg, er muss jetzt flüchten und er trifft halt auf einen alten Zauberer, der in einem Turm wohnt, glaube ich, und der hat einen Drachen und das ist einfach ganz, ganz süß. Und irgendwann spielt auch noch eine kleine Fee eine große Rolle. Es ist ganz, ganz bezaubernd. Also wenn ihr Magie mögt, wenn ihr diese Sachen mit Zauberern mögt und mit Drachen und diesen ganzen Sachen, seid ihr hier richtig. Es ist intelligent, es ist total toll gewesen. Mir hat das Buch wahnsinnig viel Spaß gemacht. So, am 5.11.2016 hatte ich gelesen, schön habe ich mir sortiert, und zwar Eternity. Das ist eine zweibändige Reihe und der erste Teil ist halt dieser hier und eine Liebe für die Ewigkeit. Und da geht es halt um Mina Harper. Ja, Mina Harper. Da war doch was so mit Dracula. Ja, genau, da sind wir mal wieder gelandet. Und Mina Harper ist aber jetzt ein junges Mädchen. Sie lernt jemanden kennen, einen Lucien, der sehr geheimnisvoll ist. Und ja, und irgendwann taucht dann ein Vampirjäger, glaube ich, auf. Und der behauptet halt, dass ihr Lucien ausgerechnet ein Vampir ist und dazu auch noch der Sohn von Graf Dracula. Ich glaube, so war das. Ich werde da jetzt nicht meine Finger für ins Feuer legen, aber so in grob war das so. Da müsste aber auch noch eine Vorstellung im Netz sein. Wenn ja, machen wir das und wir haben ein paar auch rausgenommen und von daher kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Wie immer findet ihr ja alles unten in der Infobox, wenn es irgendetwas zu finden gibt. Dann habe ich, jetzt geht es aber ganz mit dem Fahrstuhl rapide schnell in die Vergangenheit. Am 6.11.2013 habe ich gelesen Um die Welt mit Tante Mame. Und das hat mir total gut gefallen. Tante Mame ist völlig unkonventionell. Sie ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen neben der Spur, sie probiert halt gerne Dinge aus. Und dieser hübsche Junge hier vorne, das ist halt ihr Neffe und ich weiß nicht aus welchem Grund, ob er die, nee, ich glaube nicht die Ferien. Er muss halt bei der Tante leben und ich glaube, es ist ein gutes Leben. Sie kennt Hans und Franz, sie ist überall da und nirgendwo. Und sie nimmt ihn halt mit. Ich glaube, es geht sogar noch darum, dass sie eine Kolchose aufbaut. Aber auf der anderen Seite steht sie völlig auf Luxus und ich glaube, sie hat auch einen Butler, der immer dabei ist. Es ist halt schon sehr, sehr lange her. Ich habe es aber auch total gerne gelesen. Ein sehr, sehr schönes Buch von Patrick Dennis. So, dann sind wir schon. Mehr war das nicht. Ich habe zu Sina gesagt, sag mal, habe ich denn im Dezember nie gelesen oder so? Aber ich kenne mich ja. Ich habe das früher sehr häufig so gemacht, dass ich dann mit einem Schlag ganz viele Bücher ausgebucht habe. Jetzt bin ich da genauer, weil ich ja weiß, nächstes Jahr gibt es wieder eine Zeitreise und dann kommen die Bücher von heute vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass ich heute noch was ausbuche, aber von morgen dann ganz bestimmt kommen dann ja mit in die Zeitreise rein. Kommen wir zum schönen Buch des Tages und das ist das Buch Schweinsgalopp von Terry Pratchett. Das ist das Buch zum Film. Ich gucke mal gerade, ob ich hier was Schönes finde. Also ihr habt, das ist aber im Grunde genommen wie ein Drehbuch gemacht. Ich will mal gerade gucken, ob ich hier irgendwie was finde, was ein bisschen aussagekräftiger ist als das, was ich hier gerade zu sehen kriege. Ist egal, nehmen wir das hier. Ihr habt hier halt einen Blick in die unsichtbare Universität und hier vorne, ich weiß nicht, wer das sein soll, einer der Zauberer, denke ich mal. Und gucken wir nochmal das Bild hier. Ups. Das Bild hier mit der Kinderzeichnung, das hat also halt auch eine große Bewandtnis. Und ja, komisch, dass Kinder immer Bilder malen mit einem Haus drauf. Das muss also unglaublich wichtig sein. Und hier seht ihr den sehr unheimlichen Herrn Kaffeetrinker, der halt ein Assassine ist. Ja, und es geht halt auch darum, dass
die Gilde der Assassinen Besuch bekommt. Komische, so rauchige Gestalten, und die möchten, dass jemand ermordet wird. Das geht ja, man kann zu der Assassine gehen und sagen, hallo, der muss weg vom Fenster. Und diesmal geht es halt um den Hogfather. Und der Hogfather ist halt das, der Bruder vom Weihnachtsmann, also zumindest ist er halt das Gegenstück zu unserem Weihnachtsmann. Also sonst haben die beiden nichts miteinander zu tun. Er ist natürlich ein bisschen ursprünglicher. Er hat Schweinehalter, darum auch Schweinsgalopp und keine Rentiere. Und dann kommt der Einzige, der sich halt dafür eignen würde, ist dieser unheimliche Herr Kaffee trinken. Und der hat sich da schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja, und dann geht es, also Tod mischt sich noch ein. Ihr seht ihn, er ist ja vorne auch drauf. Tod und seine Enkelin, die tauchen noch auf, die kümmern sich um die Sachen. Dann seid ihr ganz viel auch in der unsichtbaren Bibliothek. Es ist wirklich, ich will nicht sagen schön, aber es hat sehr, sehr kluge Gedanken, Sachen, über die man halt auch mal nachdenken sollte. Eben auch, wenn es um diese ganzen Mythologien und so weiter geht. Ich fand das damals sehr, sehr gut. Allerdings habe ich nicht mit dem Weihnachtsroman von Terry Pratchett angefangen. Ich habe ihn gelesen, aber ich habe hiermit angefangen. Und zwar ist das der Film Hogfather. Und Terry Pratchett ist da sogar auch selber zu sehen als Spielzeugmacher. Ja, und ich muss sagen, dass mir der Film sehr gut gefällt. Wir haben ihn jetzt schon ganz oft zu Weihnachten gesehen. Das ist einfacher, wenn ihr euch auf der Scheibenwelt nicht auskennt. Wenn ihr nicht so die Funktion von Susanne und von Tod und von den Zauberern kennt, mit diesem ganzen Aufbau, dann wird es schwierig, mit dem Buch klarzukommen. Das hatte ich nämlich meiner Schwester. Dann pfiffigerweise habe ich gesagt, ach, willst du nicht was Weihnachtliches lesen? Oder sie hat was gesucht, und ich weiß, dass sie Terry Pratchett schon ein oder zwei Bücher gelesen hatte. Habe ihr dann Schweinsgalopp gegeben und sie sagte, mein Gott, das ist ganz schön mühsam. Da sind so viele Charaktere und es ist halt nicht so einfach zu lesen. Habe ich gesagt, ja gut, dann brich es doch ab. Nein, 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 das lese ich jetzt durch, sonst gefällt es mir ja sehr gut. Also wie gesagt, wenn ihr da noch nicht so gut unterwegs seid, dann versucht es vielleicht mal mit dem Film und dann erst mit dem Buch. Wäre in diesem Moment vielleicht cleverer. Das waren also die Sachen. Dann habe ich das Spielzeug des Tages. Ihr seht ihn hier. Er ist wirklich süß. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Er hat wirklich eine leuchtende Nase. Aber ich glaube, das seht ihr auch jetzt gar nicht. Das Einzige ist, er ist halt nicht so ganz stabil auf den Beinen. Deshalb ist es besser, man setzt ihn hin. Und ja, so sitzt du wunderbar. Emmy kann das auch prima. Ja, unser Rudi. Ja, wir haben Filme geguckt. Stellt euch das vor, die Glimmerfeen waren Sünder. Sie haben abends jetzt nicht so viel gelesen, sondern wir haben jetzt halt Filme geguckt, weil, wie gesagt, es ihnen ja nicht so gut ging. Und zwar haben wir geguckt, viele Grüße vom Weihnachtsmann. Und zwar ist er bei Amazon Prime zu sehen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz bezaubernde Liebesgeschichte. Ich glaube, die ist von Hallmark. Denke, dass sie von Hallmark ist. Und da geht es um ein kleines Mädchen. Die Mutter ist noch da. Der Vater ist halt tot und seit, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so. Und sie schreibt einen ganz berührenden Brief an den Weihnachtsmann. Ja, und in diesem Büro, wo die ganze Post vom Weihnachtsmann halt erledigt wird, ist ein Bestseller-Autor. Der macht das halt ehrenamtlich, dass er sich da hinsetzt und die ganzen Briefe beantwortet. Findet sein Manager nicht ganz so gut. Er sollte doch mal lieber wieder ein Buch schreiben. Aber er macht das halt. Und dann bekommt er es auch gerade, ich weiß nicht, geschieden. Ich glaube, die Scheidung, da stand irgendwie Scheidung im Raum oder so. Auf alle Fälle setzt er sich hin, liest diesen Brief von dem Mädchen und er schreibt und schreibt und schreibt und er schreibt ihr richtig und packen. Das Mädchen bekommt den Brief dann auch und sie zeigt den Brief ihrer Mutter und sie hatte darum gebeten, dass ihre Mutter wieder so lächelt wie früher, bevor das mit dem Vater passiert ist. Ja, und dann beginnt ein Gespräch zwischen dem Weihnachtsmann und der Mutter und sie schreiben sich hin und her. Ja, und ja, es wird
richtig schön mit einem Weihnachtsmarkt und mit einer Kartoffelschießkanone. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört, aber das gibt es anscheinend wirklich, dass in Amerika damit Wettbewerbe halt ausgetragen werden. Das ist wirklich so ein Rohr und dann schießen die da Kartoffeln mit durch die Gegend. Also, naja, gut. Okay, aber es war wirklich ganz, ganz bezaubernd und ganz wichtig eben, dass man an den Weihnachtsmann glaubt. Hat uns beiden ausgezeichnet gefallen. Und dann haben wir geguckt, Verwünscht. Verwünscht haben wir bei Disney Plus geguckt. Das ist ja so, ja, man denkt im ersten Moment, es ist Cinderella, die Geschichte. Aber es geht dann doch ein bisschen mehr in die Richtung Schneewittchen. Und mit Amy Adams in der Hauptrolle und Dr. Dreamy, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, spielt halt den Vater von so einem Mädchen in New York. Und dann spielt, ich weiß nicht, wie der heißt, ich vergesse es immer, ist auch egal. Es kommt auf Amy Adams an in diesem Moment. Sie wird halt in eine Falle gelockt. Sie stürzt einen Brunnen runter und taucht mitten, ich glaube auf dem Times Square, taucht sie aus so einem Goodie raus auf und bringt erstmal den Verkehr durcheinander. Sie sucht nach ihrem Prinz Edward. Sie wollten noch heiraten. Sie kannten sich ja gerade einen Tag. Ihr wisst ja, wie das im Märchen ist. Ja, und dann kommt sie halt zu diesem, es ist nicht Dr. Dreamy, nur der Schauspieler, und zu seiner kleinen Tochter, die lesen sie dann halt irgendwann auf und es ist wunderschön. Es sind tolle Kostüme, es ist wahnsinnig schöne Musik, es ist eine Kombi, teilweise der Anfang ist halt Zeichentrick und geht dann halt über in eine Realverfilmung und ich fand das sehr, sehr schön gemacht, es hat uns gut gefallen. Ich muss sagen, am Anfang, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, wie der rauskam, habe ich mal reingeguckt, habe gesagt, nee, das ist nichts für mich. Dann haben wir nochmal einen Versuch gestartet, fand ich es auch nicht gut. Und dann die Versuche, die gingen immer glatt, also haben wir nochmal Verwünscht geguckt. Und wir haben geguckt, auch bei Disney Plus, Daddy ohne Plan. Und ihr kennt vielleicht Dwayne The Rock Johnson, da ist er noch ziemlich jung. Er spielt halt einen Baseballspieler, ist das Baseballspieler? Ist das Baseball? Ja, egal. Er ist jedenfalls Supersportler. Diesen Super Bowl, ist das, ne? Baseball, ich hoffe. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle ist er ein Supersportler. Er ist ein, der Captain von der Mannschaft. Er ist der absolute Megastar. Er fährt den neuesten Mercedes-Sport-Flitzermobil und alles kreist sich nur um ihn. In seiner Wohnung hängen riesige Bilder von ihm selbst und von Elvis. Und er ist halt Elvis-Fan und ansonsten ist er ziemlich auf sich selbst bezogen, sagen wir mal, ein bisschen narzisstisch veranlagt. Ja, und dann irgendwann steht ein kleines Mädchen vor der Tür und die behauptet, seine Tochter zu sein. Und ja, es wird wohl seine Tochter sein. Und die träumt davon, Ballett zu tanzen. Aber sie muss jetzt einen Monat bei ihm bleiben, weil ihre Mutter irgendwie nach Afrika ist, um dort einen Brunnen zu bauen oder irgendwie sowas. Und sie muss jetzt halt bei ihm bleiben. Das krempelt natürlich das Leben dieses eingefleischten Junggesellen absolut um. Es ist wirklich sehr süß. Es ist sehr witzig. Ich finde Dwayne The Rock Johnson, ich mag ja eigentlich diese Muskelpakete von Männern nicht, aber ihn mag ich, weil er so ein super süßes Lächeln hat. Ja, und der Film ist auch richtig, richtig toll. Also das ist auch nochmal eine Empfehlung von uns, wenn ihr so etwas sehen mögt, dann auch bei Disney Plus. So, dann kommen wir zu den Büchern, die ich gerade in Arbeit habe. Ich habe gelesen jetzt Frau von Goethe. Das hatte ich euch ja, glaube ich, auch noch gesagt, dass ich damit angefangen hatte. Damit bin ich durch. Dazu bekommt ihr aber eine Einzelvorstellung. Und dann bin ich jetzt bei Das Buch der Vampire. Ja, Das Buch der Vampire gefällt mir eigentlich so ganz gut. Es ist auf Seite 187 bin ich jetzt. Es geht halt um Victoria. Sie debütiert gerade, erfährt jetzt aber, weil sie fünfmal einen besonderen Traum gehabt hat von ihrer Tante, dass sie eigentlich eine Vampirjägerin ist. Sie wird dann trainiert. Das darf aber sonst niemand wissen. Sie wird halt trainiert, sie lernt Selbstverteidigung und schon mal so das Wichtigste, was man halt über Vampire wissen sollte.
Ja, und dann muss sie sich entscheiden. Dann gibt es halt den großen Tag, wo es heißt, nimmst du dieses Erbe an? Wirst du jetzt Vampirjägerin, ja oder nein? Das bedeutet halt sehr viele Pflichten und Kämpfe, eben auch Vampire töten. Und es bedeutet halt sehr viel, ja, Selbstverteidigung und diese ganzen Sachen. Und sie debütiert gerade in London. Und das heißt, die eine Seite möchte auf Bälle gehen und möchte sehr, ja, den Mann des Lebens finden. Und dahinter hängt auch noch ihre Mutter mit ihren zwei besten Freundinnen, die sich auch alle mütterliche Gefühle für sie haben. Und auf der anderen Seite ist da jetzt ihre Tante, die möchte, dass sie natürlich in die Fußstapfen tritt. Dann gibt es natürlich schon einen süßen oder gut aussehenden Lord, den sie sehr interessant findet. Und es gibt Max, der halt auch Vampirjäger ist und ziemlich arrogant ist und ihr auch sagt, dass er von ihr im Grunde genommen nicht allzu viel hält. Ja, es gefällt mir so ganz gut. Und was ich ganz witzig fand, ich hatte gerade Sina gegenüber geätzt, dass ich gesagt habe, ich hasse es in Büchern, wenn der Protagonist sagt, so, ich mache das im Alleingang. Ist noch nicht richtig ausgebildet, ist noch nicht richtig erfahren. Kinder tun das ja auch sehr häufig, mag ich auch in Kinderbüchern nicht sehr gerne. Und das mache ich. Und kaum hatte ich geätzt und habe dann ein Stückchen weitergelesen, stand dann, dass sie das eigentlich sich da nicht sicher war, wie sie sich hätte verhalten sollen und sie sich aus dem und dem Grund halt dafür entschieden hat, es halt so zu machen. Was ich total gerne mag an dem Buch, sind halt auch diese Sachen wie, ja, wo versteckt man als Frau einen Pflock, den man ja unbedingt mitnehmen muss? Wohin damit? Ja, die Lösung verrate ich euch jetzt nicht, aber ihre Zofe kommt noch auf eine super Idee. Und zwar, die ist irgendwie auch völlig von Vampiren angefixt. Sie nimmt halt diese Phlox und malt die an, macht oben noch ein paar Perlen und ein paar Federn drauf und steckt ihr die schön in die Haare. Sieht toll aus, denkt niemand drüber nach, kommt keiner auf die Idee, dass das halt ein Vampir-Tötungs Gerät ist. Ja, also von daher finde ich es so ganz gut, gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, wie es einfach weitergeht. Beim nächsten wisst ihr weiter, wie es geht. So, und dann kommen wir zur genial gefährlichen Unsterblichkeitsschokolade. Ich finde das total süß. Es ist an, ja, Sina hat gesagt, sei mal nicht so ein Pingel, aber es ist an zwei Stellen ziemlich unlogisch. Es geht halt um eine unsichtbare Katze und ich habe mich gefragt, wenn eine Katze unsichtbar ist und wenn nur drei Personen, die sie jetzt mitnehmen oder die sich von ihr führen lassen, sie sehen und hören können, warum muss die dann, wenn sie Bus fahren will, in eine Katzenbox? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich es sehr süß finde. Es geht halt um Zwillinge, die, ich weiß gar nicht, wie alt sind sie, keine Ahnung, denk mal so 10, 11 vielleicht, die halt mit ihren Eltern ein Haus erben von irgendwie einem Großonkel, der eigentlich schon lange tot sein sollte. Da war doch mal irgendwas mit einem Unfall, irgendwie in den 30er Jahren gewesen. Und von daher sind die Erwartungen, die ihre Eltern an das Haus stellen, sehr gering. Auf alle Fälle kommen sie dann dahin und der Vater erinnert sich dann auch noch daran, dass da früher Schokolade wohl hergestellt wurde. Und sie gucken sich das Haus an und beschließen natürlich, dass sie jetzt lieber das andere Haus verkaufen, in dem sie gewohnt haben und da halt einziehen. Und natürlich gibt es ja jede Menge Geheimnisse, eben das Geheimnis der Unsterblichkeitsschokolade. Ja, und ich muss sagen, es ist süß. Ich mag auch diese Katze, die ist richtig süß. Das ist so eine Lady-Katze, die auf Glitzer und Glimmer und grelle Farben steht. Und diese Ratte, die immer füchtig hustet, aber trotzdem noch raucht. Ja, wie weit bin ich da jetzt? Ich bin noch nicht allzu weit. Ich bin jetzt beim Kapitel 6 auf Seite 74. Heute geht es da auch für mich weiter. Ja, ach ja, und es gibt gute Neuigkeiten in Bezug Umzug. Es tut sich langsam was. Das ist schon mal sehr gut. Das erleichtert ein bisschen. Aber es wird sich halt noch ziehen. Also da kommen wir jetzt nicht drum rum. Es dauert halt noch, aber manchmal, wie heißt es doch so schön, gut Ding will Weile haben. Auch wenn ich nicht die geduldigste bin, das muss ich sagen, mich macht sowas nervös. Ich will immer, dass alles möglich zack, zack, zack
spielt. Kennt ihr das auch? Ich hasse das. Das heißt also auch, wenn es darum um dieses Thema geht, sind meine Nerven wie so ein ausgeleiertes Gummiband. Es sollte alles schneller gehen und ich kann es nicht beschleunigen, auch wenn ich es gerne tun würde. Wenn es nach mir ginge, würde ich noch heute meine Koffer packen und sagen und meine Pakete und vor allem die ganzen Bücher und würde sagen, so, ab dafür. So schnell wie möglich hier abschließen und dahin, aber man kann es ja eben nun mal eben nicht beschleunigen. Das ist bei manchen Sachen so und da muss man sich halt in Geduld üben, so schwer es einem auch fallen mag. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Nikolaustag gehabt. Ihr habt wunderbare Geschenke in eurem Nikolausstrom vorgefunden und wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis bald. Ciao.